Hallo ihr da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es einen richtig geilen Powershake mit Sojamilch in Zusammenspiel mit etwas Honig, Nutella und super leckeren Bananen. Trotz Honig und Nutella wird das Ganze nicht zu süß. Das Ganze harmoniert einfach super zusammen und ich zeige euch direkt, wie es funktioniert. Für den Powershake brauchen wir insgesamt 2 Bananen. Die werden kurz geschält. Anschließend werde ich die noch etwas kleiner schneiden, so sind sie handlicher. Und anschließend kommen sie ab in den Mixer. Dann noch die Sojamilch hinzugeben. Etwas Honig für die Süße. Anschließend noch Nutella. Und danach alles gut durchmixen. Das Rezept reicht für insgesamt 2 Personen, ihr bekommt also 2 große Gläser hin und dann kann man sich schmecken lassen. Einfach nur lecker. Der Powershake schmeckt so lecker und so süffig, dass man eigentlich die ganze Karaffe leer trinken könnte. Könnt ihr da so gerne ein bisschen mehr machen auf Vorrat, das hält sich 1-2 Tage im Kühlschrank. Wenn ihr mehr solche Shake-Rezepte haben wollt, schreibt es mir mal in die Kommentare, dann suche ich ein paar leckere Sachen raus und zeige es euch in den kommenden Wochen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden. Ansonsten sage ich viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!